Ja, hallo meine Lieben, es geht auch natürlich günstig. Dementsprechend schaut es halt dann auch aus. Diese Küche würde ich zum Beispiel nie so nehmen. Die müsste unbedingt geändert werden, erneuert werden. Und diese Wohnung kostet 75.000 Euro, ist knapp 100 Quadratmeter brutto groß, ist eine Dreizimmerwohnung mit einem Bad. Und hier hätten wir das Wohnzimmer mit der Küche zusammen. Und man müsste auch überlegen, ob man die Küche nicht woanders hin tun könnte. Denn die steht da mitten irgendwie mit im Raum. Ja. Sonst haben wir sie ja immer an einer bestimmten Stelle. An der Front zum Beispiel. Da ist ja dann die eigene Wohnung wäre, könnte man da schon viel verändern. Und wegen den Wasserrohren und so weiter, das ist alles möglich. Okay, schauen wir uns jetzt mal den Rest mal an. Hier nochmal das Wohnzimmer und hier der Pool. Wir befinden uns im Stadtteil Cicili und sind etwa 10 Minuten zu Fuß zum Metro, zum Migros, zum Krankenhaus. Und das hier wäre die Aussicht vom Balkon. Die Wohnung befindet sich im ersten Stockwerk. Und das wären die dazugehörigen Grünanlagen und der Pool nochmal. Und hier das eine Schlafzimmer. Die Möbel sind sehr, sehr, sehr bescheiden. Es wird aber mit Möbel verkauft. Das Bad ist auch sehr, sehr, sehr bescheiden. Also da könnte man schon renovieren. Ja, lohnt sich dann das Ganze überhaupt? Ja, sieht ihr mal, ja, ich muss da immer ehrlich meine Meinung sagen. Kann ich diese Wohnung empfehlen? Fragezeichen. Wird die nach einem Jahr auch 10% teurer? Unterschreibe ich das bei dieser Wohnung? Nein, in dem Zustand auf keinen Fall. Aber wer selber gut handwerklich begabt ist, könnte schon was draus machen. Und hier das andere Schlafzimmer, also die Möbel muss man alle wegschmeißen, das ist schrecklich. Und hier der Eingangsbereich, das Gebäude ist Baujahr 2006, dementsprechend schaut auch der Aufzug aus. Aber ansonsten schon ordentlich und gepflegt. Für Gehbehinderte ist es natürlich nichts durch die hohe Treppe. Und auch die Treppe zum Pool. Für wem wäre diese Wohnung was? Fragezeichen. Diese Wohnung wäre was für Leute, die halt nur noch weg wollen und hier ein schönes Leben haben wollen, die ein Online-Business haben, die eigentlich eine Wohnung nur zum Leben brauchen, wo sie duschen können, essen können, schlafen können. Dafür wäre das natürlich ideal. Auch mit Kindern natürlich möglich. Denn 75.000 Euro für eine Dreizimmerwohnung, das wird langsam knapp, dass man mehr solche Sachen findet. Deswegen, wer auch nicht mehr Geld arrangieren kann, der sollte hier zu langen. Das ist so, dass ob ich empfehle, lieber ein Jahr mehr zu arbeiten und dann 10.000 Euro mehr auszugeben. Nein, merkt euch meine Devise. Meine Devise lautet, so schnell wie möglich die Koffer packen. So schnell wie möglich. Und warum? Ja, ich sag's euch gleich mal. Eine Minute in einer beschissenen Arbeit, die euch keinen Spaß macht, zieht euch so viel Energie und macht euch so viel fertig, dass ihr eigentlich nur noch wegrennen solltet, so schnell wie möglich. Oder euch einen anderen Job suchen solltet. Und dann sparen geht eh sehr schwer in Germany, weil man ja Miete zahlen muss mit Nebenkosten. Das ist alles nicht so einfach. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel nur 75.000 habt, dann langt irgendwo zu und schaut, dass ihr dann den Rest hier irgendwie verdienen könnt durch Online-Arbeit oder was auch immer. Vergiss nicht, der da oben kann euch auch nur helfen, wenn ihr selber den Arsch auch bewegt. Wenn ihr natürlich immer in diesem Trott hängen bleibt, dann ist das nichts. Und viele wissen nicht, dass das meiner Meinung nach ist das so, dass wenn man einen schlechten Job macht, der einen keinen Spaß macht, das ist der Krankheitsgrund
Grund Nummer eins, ob Krebs oder was auch immer, das kommt alles von sowas. Weil man nicht zufrieden ist, weil man keine Hoffnung hat und dann jeden Abend dann kriegt man Depressionen, weil man keine Hoffnung sieht. Das ist ja so gewollt. Und man ist auch, zum Beispiel in Germany, ist man sehr weit weg von Gott. Man wird weggeholt von Gott. Man soll nichts sehen, was schön ist, wo man sagen kann, mein Gott, Gott hat das so schön gemacht. Und die Leute werden immer mehr in 3D-Spiele reingezwungen, wo sie dann, ich kenne einen, der tut bei einem Spiel, gibt so eine bestimmte Stelle bei einem Baum mit so einem Bach und Blumen und so, da sagt er, bei dem Spiel verweilt er manchmal 10 Minuten, weil es so schön angenehm ist. Ja, mach das mal lieber in Original, mein Lieber. Mach das mal lieber in Original, dann siehst du den Antlitz von Gott viel näher und das baut einem auch auf und hilft einem auch im restlichen Leben. Das sind alles schwere, schwere Sachen, die ich hier sage, aber meiner Meinung nach ist das auch so. Ja, schaut euch das alles genau an. Eigentlich, wie gesagt, schön ordentlich alles. Wer Lust hat, langt zu und beeilt sich. Erster Stock, wie gesagt, im Stadtteil Cicili. Eigentlich kann man da schon was draus machen. Man müsste einfach nur alles wegschmeißen. Also nochmal, ich unterschreibe hier nicht, dass es nach einem Jahr 10% teurer wird, wenn man es so lässt, wie es ist. Aber wenn man was selber machen kann, dann kann man hier schon was verändern und auch verbessern. Aber wenn, dann nur für sich selber, denke ich mal. Denn auch wenn man hier ziemlich viel verändert und herrichtet, es kostet ja auch mindestens 10.000 Euro, wenn nicht 15.000 Euro, dann wären wir ja bei 90.000 Euro. Dann wird es schwierig, denn es gibt schon ab 100.000, gibt es ja schon nagelneue Objekte, wunderschöne. Ja, da sind wieder die Nachteile, dass die Zimmer kleiner sind. Ach, das ist alles so schwierig. Alles hat Vor- und Nachteile. Das ist das, was es schwierig macht zum Entscheiden. Aber gar nicht zu entscheiden ist das Allerschlimmste, denn dann bleibst du ewig in deinem Moloch hängen, in deinen Lebenssituationen und dann gibt es überhaupt keinen Ausweg mehr. Das nächste Video wird sein, dass ich meine Denkweise etwas verändert habe über Wohnungen, Preise und so weiter. Und das wird ein sehr interessantes Video. Ich hoffe, das schaffe ich heute noch hochzuladen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Diese Wohnung ist etwas für Leute, die selber was verändern möchten. Dafür wäre die ideal, ist etwas preiswerter als andere. Und lässt dadurch auch viel mehr Möglichkeiten zum selber Renovieren übrig. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Video. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ali abi. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler diyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. So, das war hart, aber es ist für euch alle gut und für mich auch und alles besser, qualitativ, viel mehr Sicherheit für euch. So was darf man nicht wieder verlieren. Das war anstrengend, sehr anstrengend.